Derby gegen die Spielvereinigung aus Seeheim. Aber wer kann da heute eigentlich spielen? Ex-Seeheimer und Knipser Stefan Pfeiffer sitzt mit einem großen Fragezeichen zunächst auf der Bank. Auch Top-Torjäger Perschke steht wieder nicht im Kader. Ebenso Mario Sperber und Kapitän Bubala. Weiter ausfallen wird auch Verteidiger Lars Riedel mit einer Blessur am Fuß. Eine schöne Nachricht zwischendurch: Germania-Legende Günther Schmidt feierte diese Woche sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Unbezahlbar, der Mann. In den letzten Duellen gegeneinander gab es für beide Teams Siege und Unentschieden. Daher konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer ein spannendes Spiel erwarten. Beim letzten Aufeinandertreffen trafen Bubala, Mangold und Pfeiffer zum Sieg. Die nennen die Partie und Eberstadt will direkt das Spiel an sich reißen. Nuri Daniel zu Schrumpf, kann sich außen behaupten. Daniel zu Mangold, quer auf den freien Sander. Erster gefährlicher Schuss der Partie. Dann steckt Nuri Daniel beeindruckend den Ball mit der Hacke durch auf Sander. Ist nicht einzufangen, doch seine Flanke wird zur Ecke geklärt. Die Ecke kommt direkt gefährlich. Jeremy Hempel steigt hoch. 1-0 für die Germania aus Eberstadt. Bereits nach 7 Minuten kann der aufgerückte Innenverteidiger nach Eckball von Mangold das Führungstor erzielen. Das Tor noch einmal aus anderen Perspektiven. Der große und spielstarke Innenverteidiger fiel mit einer Verletzung lange aus und ist nun endlich zurück auf dem Platz. Mit seinen 1,94 ist er in der Luft einfach schwer zu verteidigen. Keine Chance für den Schlussmann der Seeheimer. Und wieder Eberstadt. Mangold im 16er. Quer auf Habeck. Geblockt. Habeck holt sich die Kugel zurück. Findet Mangold. Einen Haken. Schussversuch abgewehrt. Leu mit der Kugel. Seeheim kann sich aus der Situation befreien. Freistoß Seeheim. Und das muss eigentlich der Ausgleich sein. Doch Molitor vergibt. Seeheim am Ball. Habeck ist dazwischen. Mangold zu Yannidis. Perfekter Ball auf Nuri Daniel. Abseitsentscheidung. Doch schauen wir mal hin. Der Ball ist längst gespielt und wir sehen keinen Abseits. Ohne Linienrichter ist das aber auch nicht einfach zu sehen. Vanicek mit dem doppelten Haken. Situation entschärft. Eck bei Seeheim von der rechten Seite. Höppner aus dem Hintergrund. Seeheim nimmt die Geschenke nicht an und hätte längst ausgleichen können. Mangold kann den Ball im Spiel halten. Yannidis nimmt Fahrt auf. Immer noch Yannidis. Findet Loy. Doch Raoult ist zur Stelle. Der Seeheimer Schlussmann mit einer insgesamt beachtlichen Partie. Langer Ball in den Eberstädter 16er. Habeck mit dem Kopf. Mangold hat gegen zwei das Nachsehen. Da kommt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Vanicek vergibt die dickste Chance der Partie. Glück für Eberstadt. Sitzfußball mit Marvin Mangold. Habeck zeigt sich bissig im Zweikampf und kann so das Spielgerät gewinnen. Daniel zu Yannidis. Direkt weiter auf Loy. Wieder Yannidis. Mit dem Auge auf Sander. Der schaut in den Strafraum. Perfekt auf Nuri Daniel. Der traut sich aber nicht zu schießen. Da wäre mehr drin gewesen. Wieder Habeck über die linke Seite. Schickt Loy auf den rechten Flügel. Der U19-Spieler hat den Antritt, doch die Flanke findet kein Ziel. Wieder Loy. Mangold. Raus auf Sander. Diesmal probiert er es direkt. Nicht ganz gut ausgespielt. Aber Eberstadt drängt auf das zweite Tor. Schäfer zu Sander. Wieder so ein super Ball in die Mitte. Dieses Mal hat Daniel den Mut, aber gut pariert. Ausgezeichneter Ball in den 16er. Nicht zu verteidigen, doch glänzend gehalten. Der Außenbahnspieler kommt so langsam in Fahrt. Eck bei Mangold. Doppelpass mit Yannidis. Zunächst abgeblockt. Loy aus dem Hintergrund, Glanzparade. Es könnte ja auch schon 3-2 oder 2-3 längst stehen.
Hinein in Durchgang 2. Seeheim nun von rechts nach links. Höppner zu Vanicek. Schäfer lässt ihn nicht nach innen ziehen. Flanke. Einfach niemand bei Höppner, doch Santel ist zur Stelle. Das Defensivverhalten der Ebelstädter darf heute als einladend bezeichnet werden. Der Ball kommt zu Schrumpf. Dynamisch nach vorne. Zu Daniel. Richtig gute Chance. Ottenbacher mit dem langen Ball zu Habeck. Pfeiffer verpasst. Sander kann den Ball im Spiel halten. Setzt sich energisch durch. Wieder Schrumpf. Doppelpass. Daniel ist frei. 2:0. Ein super Tor der Germania. Toll vorbereitet von Usa Schrumpf. Ganz, ganz entscheidend für diesen Treffer ist auch das schnelle Umschalten von Ben Ottenbacher. Foulspiel Seeheim und achten Sie auf den Innenverteidiger ganz oben in der Mitte. Er erkennt die Situation, rennt zum Ball, serviert butterweich auf den linken Flügel. Ohne dieses gute Auge wäre die Situation nie entstanden. Zu guter Letzt Schrumpf mit beachtlichem Einsatz und Nuri Daniel sieht die freie Ecke im Tor. 2:0 in der 65. Spielminute. Schrumpf zieht direkt drei Gegenspieler auf sich, sodass Daniel freie Bahn hat. Der Offensivspieler belohnt sich für eine starke Partie und ist heute überall auf dem Platz zu finden. Einsatz und feine Technik vereint. Nuri Daniel bittet zum Tanz. Wenn wir von Einsatz sprechen, dann hat Pascal Sander auch ein Wort mitzureden. Der kopfballstarke Spieler verletzt sich bei dieser Situation, doch beißt zunächst auf die Zähne. Wieder der lange Ball in den Strafraum. Schrumpf kann klären. Mit nur noch einem Bein macht Sander die Meter und wird zu Boden gelegt. Nach diesem tollen Einsatz hat sich Sander seine Auswechslung mehr als verdient. Für ihn kommt München die Partie. Mangold kommt an den Ball und nimmt sofort Fahrt auf Richtung Tor. Tunnelt seinen Mitspieler. Das hätte das 3:0 sein müssen. So langsam verdient sich Eberstadt die Führung. Turan erobert den Ball, hat Zeit, schaut, findet aber nicht den freien Pfeifer. Nichtsdestotrotz fügt sich der eigene Turan perfekt ins Spiel ein. Schiebt sich den Ball, hat dann nur etwas Pech beim Abspielen. Flanke Mangold von links, Pfeifer mit dem Kopf. Eckball Seeheim. Ottenbacher mit dem Kopf. Und der Innenverteidiger startet am eigenen 16 mit dem Ball. Er läuft und läuft und läuft. Was ein One des Innenverteidigers. Quer auf Nuri Daniel. Der Ball kullert an den Pfosten. Doch da ist Schrumpf zur Stelle. 3:0. 10 Minuten vor dem Ende. Schrumpf macht die wichtigen Meter mit nach vorne. Über die wichtigen Meter von Ottenbacher müssen wir uns unterhalten. Das Tor gehört zu mindestens 50% dem Verteidiger, der von seinen Mitspielern für seinen Einsatz gebührend gefeiert wird. Bereits beim 2:0 war Ottenbacher entscheidend beteiligt. Und hier legt er noch einmal eine Schippe drauf. Hier noch einmal der Superlauf über die linke Seite. Und dann erarbeitet sich Schrumpf mit seinem Einsatz auch das nötige Glück, indem ihm der Ball vor die Füße fällt. Mal wieder Flanke Mangold von links. Da lauert wieder Pfeiffer. Seeheim kriegt die Ecke gerade noch zu. Habeck bekommt links den Ball und hat noch ein bisschen Energie im Körper. Setzt sich gegen zwei durch. Schon wieder Pfosten. In der Wiederholung zu sehen. Da war der Schlussmann mit den Fingern noch entscheidend dran. München erkämpft sich den Ball. Ist gefährlich im Strafraum, probiert es selbst. Pfeiffer hätte ihn gerne gehabt. Dann verpassen Hempel und Pfeiffer wieder noch knapp. Vanicek über links. Ottenbacher wirft sich in den Ball. Schussgelegenheit, drüber. Danach ist Schluss. Mit einer starken zweiten Halbzeit verdient sich Eberstadt die Punkte.
Man of the Match war heute Ben Ottenbacher, den wir mit der Schlussszene noch einmal würdigen.